Maskenpflicht an Schulen. Obwohl Schulen keine Hotspots sind und Kinder keine große Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus spielen, Eltern, Lehrer und Schüler, die massiv unter den Schulschließungen leiden und mit den Herausforderungen von Homeschooling zu kämpfen haben, sind sie von der Politik vergessen worden? Wird Schule ungleich strenger behandelt als zum Beispiel Firmen? Und welche Studien stimmen? Die sagen, Kinder sind nicht das Problem beim Coronavirus, oder die sagen, Kinder könnten das Problem sein? Was ist da eigentlich Phase? Jetzt! Jetzt stehen wir vor einer Katastrophe für eine ganze Generation, durch die unermessliches menschliches Potenzial verschwendet, jahrzehntelanger Fortschritt untergraben und tief verwurzelte Ungleichheit verschärft werden könnten. Das sagt Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, und er meint damit die Schulschließungen in der Corona-Zeit. Wie geht's denn jetzt weiter und wann sind denn im neuen Schuljahr alle wieder zurück in der Schule? Jein. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und das hängt auch nicht davon ab, wie gut oder wie schlecht der jeweilige Bildungsminister ist, sondern vom Infektionsgeschehen. In Bayern gibt es dafür einen 4-Stufen-Plan. Wie genau der aussieht, das habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Wo die Bundesländer auch noch uneins sind: Maskenpflicht. Manche Bundesländer wollen, dass die Schüler Masken auf den Gängen und außerhalb des Unterrichts tragen. NRW sagt jetzt, sie gilt auch während des Unterrichts. Da hat der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland schon gesagt, es ist nicht so sinnvoll, weil ein längeres Masketragen beeinträchtigt bei Schülern die Leistungsfähigkeit. Unabhängig von einer Maskenpflicht, es gibt große Zweifel daran, nach den Sommerferien unbedingt wieder zum Regelbetrieb an den Schulen zurückkehren zu wollen. Die Lehrergewerkschaft Verband Bildung und Erziehung hält eine Rückkehr zum Regelbetrieb für unrealistisch. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auch und sagt, Schulöffnungen stellen ein hohes Risiko dar. Das Problem: Die Politik hat jetzt eine Illusion geweckt und etwas als realisierbar dargestellt. Aber selbst bei gleichbleibend niedrigem Infektionsgeschehen ist es schwierig umzusetzen. Und da verweisen die Lehrergewerkschaften auch auf den Lehrermangel, der ja schon vor Corona massiv war. Und wie ist das jetzt eigentlich? Ist man bei Schulen zu streng? Maskenpflicht, klassenweise Wechselunterricht und ein Schüler, ja, der hat am Vormittag Unterricht mit seinen Klassenkameraden mit Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Und am Nachmittag trifft er dann diese Klassenkameraden ohne AHA-Regeln. In Unternehmen haben wir schließlich auch keine flächendeckende Maskenpflicht. In Schweden, Dänemark und Teilen der Schweiz haben Kitas, Kindergärten oder Schulen viel früher wieder aufgemacht als bei uns, oder sie wurden gar nicht erst geschlossen. Untersuchungen zufolge hatte das in diesen Ländern keinen großen Effekt auf die Zahl der Neuinfektionen. In der Schweiz sind die Fälle gering geblieben, in Schweden machen Kinder 2% der Infizierten aus. Gut, gegeben, da wird auch weniger getestet. Dann wiederum gibt es Studien aus Wuhan, China. Die kommen zu anderen Ergebnissen. Demnach hat die Schulschließung sehr wohl einen mindernden Einfluss bei der Coronavirus-Ausbreitung. In Deutschland gibt es dazu eine noch laufende Studie an Schulen in Sachsen. Demnach hat keine einzige der rund 2600 Testpersonen eine aktive Infektion gehabt. Antikörper gegen Corona, also SARS-CoV-2, konnten bei 14 Probanden festgestellt werden. Das heißt für die Forscher, weil nur bei 14 Teilnehmern Antikörper nachgewiesen werden konnten, ist davon auszugehen, dass bisher nur wenige Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Jüngere Kinder scheinen außerdem weniger häufig infiziert zu sein als ältere Schüler so im Jugendalter. Also, richtig, die Schulen wieder zu öffnen, gibt ja offenkundig keinen Grund, das nicht zu tun. Aber dann gibt es da ja auch noch die Studie vom Charité-Virologen Christian Drosten. Kinder könnten genauso ansteckend sein wie Erwachsene. Von der Studie hast du vielleicht schon mal gehört, weil die vor einer Weile ziemlich heftig diskutiert wurde. Eine Zeitung hat das arg überspitzt formuliert und gesagt, die ist grob falsch. Das stimmt so nicht, aber es gab durchaus berechtigte Kritik von Fachleuten an den Methoden. Und diese Studie gibt es jetzt in einer überarbeiteten Form, da ist die Kritik mit eingeflossen, aber an der Kernaussage hat sich nichts geändert. Kinder könnten genauso ansteckend sein wie Erwachsene. Wir wissen das nur nicht, weil halt kaum normal Schule stattgefunden hat, also wie sollten die sich auch großartig anstecken? Mit dazu passt dann noch eine Untersuchung aus den USA. Da gab es einen Coronavirus-Ausbruch in einem Feriencamp für Kinder und Jugendliche im US-Bundesstaat Georgia. Da waren 600 Leute. Dann wurde ein Jugendlicher nach Hause geschickt, weil er Schüttelfrost bekommen hat. Der war Corona-positiv. 344 weitere Corona-Tests wurden gemacht und davon waren 260 positiv. Das sind also knapp 76%. Darunter sind 51 Kinder bis 10 Jahre, 180 Jugendliche und 29 Erwachsene. Daraus leitet die US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention ab:
Kinder jeden Alters können sich infizieren. Und entgegen früherer Annahmen könnten Kinder und Jugendliche eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus spielen. So, das war jetzt eine ganz schöne Latte an Erkenntnissen und Studien. Die findest du übrigens auch nochmal alle in der Videobeschreibung. Und die haben sich auch teilweise widersprochen. Also, Orientierung. Die gibt dir jetzt Jan Turczynski aus der BR Wissenschaftsredaktion. Jan, wir haben gehört, es gibt Studien, die sagen, hey, alles cool, bei Kindern ist nichts. Und es gibt Studien, die sagen, Vorsicht, Kinder könnten das Virus genauso verbreiten wie Erwachsene. Woran soll ich mich denn jetzt halten? Also der Widerspruch ist eigentlich nicht auflösbar, denn alles, was wir bisher wissen über Kinder im Infektionsgeschehen, das ist entstanden in Studien unter sehr speziellen Bedingungen, nämlich unter den Bedingungen des Lockdowns. Das heißt, kaum Kontakte, wenig Kontakte, das sind keine realen Bedingungen. Und deswegen sind die Ergebnisse dieser Studien eben auch sehr widersprüchlich. Oder sie sind, wie jetzt im Fall dieser Untersuchung eines Schulcamps in den USA, in einem Bundesstaat gemacht worden, wo das Infektionsgeschehen sehr hoch ist, in Georgia. Und in diesem Camp wurde eben getobt, gesungen, Sport gemacht. Das heißt, das sind alles ideale Bedingungen für das Virus, um sich auszubreiten. Sind wir bei Schule zu streng? Maskenpflicht und so, ich meine, im Erwachsenenalltag gilt sie auch nicht überall. In Unternehmen zum Beispiel und auch bei Verkäufern und Verkäuferinnen im Handel sagt man, ja, wenn die hinter so einer Plexiglasscheibe sitzen, dann brauchen die auch keine Maske. Obwohl natürlich diese Plexiglasscheibe nichts gegen die Luftübertragung, Stichwort Aerosole, hilft. Also, warum wird da Schule so ungleich strenger gehandhabt? Also die Frage ist aus meiner Sicht nicht, warum sind wir in den Schulen zu streng, sondern die Frage ist, warum sind wir in anderen Bereichen zu lasch? Wir wissen inzwischen aus Beobachtungsstudien, dass die Masken tatsächlich sehr, sehr wirksam sind. Also man hat sich Regionen angeschaut, wo ein hohes Infektionsgeschehen ist mit Masken und hat sie verglichen mit Regionen, wo keine Maskenpflicht besteht. Und man kann sofort einen Maskeneffekt sehen. Die Infektionen gehen sofort zurück, unabhängig davon, wie diese Masken verwendet werden und welche Masken verwendet werden. Masken sind also wirklich eine wirksame Sache und sollten deswegen tatsächlich überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und wo man sich längere Zeit in geschlossenen Räumen aufhält, dort sollten Masken unbedingt eingesetzt werden. Und vielleicht noch zum Schluss, Jan, kannst du den Eltern was an die Hand geben? Ab wann wird es wieder besser? Die gute Nachricht für Eltern ist, dass Kinder beim Infektionsgeschehen vermutlich nicht die Treiber sind und dass sie auch nicht die Hauptbetroffenen sind. Also wir sehen immer noch, dass Kinder eigentlich, wenn überhaupt, sehr milde Verläufe haben und nicht schwer krank werden. Das ist eine positive Nachricht. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass unsere Kinder sowas wie einen Regelunterricht bekommen und viele wünschen sich das, dann würde ich es positiv formulieren. Wir haben mit den Masken eine Möglichkeit, das tatsächlich hinzubekommen, solange wir eben keine Medikamente und keine Impfung haben. Und ich persönlich glaube, dass Kinder ab einem gewissen Alter, zumindest in den weiterführenden Schulen, das auch verstehen können und das auch lernen können und den Umgang mit den Masken gut lernen können. Es ist Stand heute auf jeden Fall das kleinere Übel. Wie ist bei dir die Lage mit Homeschooling und Co.? Schreib mir das nochmal gerne in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, da ist der Like-Button auch direkt in der Nähe. Gerne drücken. Dankeschön. Also es ist gut, dass wir längere Pausen haben als in der Schule und dass man mehr, wie soll man sagen, Kontakt zu seinen Geschwistern hat. Das größte Problem am Online-Lernen war für mich die fehlende Motivation. Ich habe oft sehr spät erst mit Arbeitsaufträgen angefangen und mich dann sehr schnell ablenken lassen. Man kann sich die Zeit einteilen, man kann lange schlafen und man kann sehr lange brauchen. Manchmal ist das Internet einfach nicht so gut, das ist dann immer ein bisschen nervig. Oder auch, wenn die Arbeitsaufträge von den Lehrern irgendwie nicht pünktlich ankommen oder irgendwie unübersichtlich sind. Wenn man Videokonferenz macht, kann man einfach das Kamera ausmachen und danach kann man halt Videospiele spielen, ohne die Lehrerin das zu merken. Corona stellt Schulen, Schüler, die Eltern und Lehrer vor große Herausforderungen. Das Fazit fällt unterschiedlich aus, wie du siehst, aber laut einer repräsentativen Umfrage, dem BR Bayern Trend, ist zumindest in Bayern die Mehrheit zufrieden mit der Situation. Wobei du da schon siehst, wenn man da gezielt Schülereltern fragt, kippt es so ein bisschen. Den Link zu der Umfrage findest du natürlich auch in der Videobeschreibung. Und gezielt danach gefragt, ob die Leute glauben, dass Schüler und Jugendliche einen Schaden von Homeschooling und Schulschließungen davontragen, ist die Meinung nochmal deutlicher.
Und Sie haben recht. Eine schlechtere Lebensqualität, eine fehlende Tagesstruktur, massiv mehr Medienzeit wie YouTube gucken und kein Kontakt zu Gleichaltrigen. Das sind die Folgen der Schulschließungen. Das haben Leipziger Mediziner herausgefunden, die 900 Kinder und Jugendliche dazu befragt haben. Und die Zeit, in der sich Kinder täglich mit Schule beschäftigt haben, die hat sich während der Corona-Zeit halbiert. Von 7,4 auf 3,6 Stunden pro Tag. Das ist eine Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO aus dem Juni. Besonders schlimm ist diese Entwicklung bei armen Familien mit niedriger Bildung. Außerdem löst Corona Zukunftsängste aus, Sorgen um die Familie. Mehr als ein Fünftel der Kinder sagt, das Leben, das wird nie wieder so sein wie vor Corona. Das Fazit dieser Untersuchung, ne, auch die findet ihr in der Videobeschreibung, Schulschließungen schaden denen massiv, die sowieso wenig an Bildung teilhaben. Und das ist eben das, was der UN-Generalsekretär, ne, der vom Anfang, meint, wenn er sagt, dass tief verwurzelte Ungleichheit verschärft wird. Diejenigen, die Bock auf Schule haben, beziehungsweise auch einigermaßen gut sind und dazu noch Eltern haben, die sagen, ja, Bildung ist gut, denen macht das nicht so viel aus. Klar, die haben vielleicht immer noch Probleme mit den Systemen daheim oder mit dem Internet, aber die, die Schule doof finden und schlechter sind und Eltern haben, die nicht selbst die höchste Schule besucht haben und auch einfach mit der Situation überfordert sind. Diese Kinder, die driften noch weiter ab. Und das, obwohl sie für diese Situation überhaupt nichts können. Geldsorgen, Probleme mit der Arbeit, Probleme mit den Kindern, keine Distanz. Das sind die Zutaten, weshalb viele Experten davor gewarnt haben, dass die häusliche Gewalt zunehmen wird. Und auch die hatten recht. In Berlin gab es im Juni 2020 30% mehr Fälle von häuslicher Gewalt als im Juni 2019. Auch andere Bundesländer, zum Beispiel Hamburg, haben mehr Fälle gemeldet. Das hat die Nachrichtenagentur dpa bei den zuständigen Ministerien der einzelnen Länder abgefragt. Und bei den Bundesländern, die nicht mehr Fälle gemeldet haben, musst du bedenken, dass die Corona-Situation das Anzeigerverhalten bei der Polizei stark beeinflusst. Weil wenn du nicht in die Schule gehst oder zu Freunden, Verwandten, Ärzten, Betreuern, dann können die auch nicht feststellen, ob es da vielleicht Probleme in der Familie gibt. Ja, Corona war und ist ziemlich herausfordernd für uns alle. Aber noch mal mehr für Schüler, Eltern und Lehrer. Eltern, die vielleicht selbst Homeoffice machen müssen oder in Kurzarbeit sind und nicht wissen, wie sie aus dieser Krise wieder rauskommen. Die haben zusätzlich noch die Situation der Kinder, mit denen sie klarkommen müssen. Und auch die Lehrer und Schulleiter sind da leider ein bisschen die Deppen der Nation und an allem schuld. Wieso kriegen die digitale Lernplattform nicht besser hin? Warum ballert der uns einfach nur hier die Aufgaben aus dem Schulbuch hin und wir müssen selbst klarkommen, wie wir die lösen? Warum gehen die davon aus, dass alle das beste Tablet daheim haben? Um die Angebote überhaupt so nutzen zu können, wie gedacht. Vorsicht, ja, keine Pauschalurteile. Es gibt Lehrer, die das hervorragend gemeistert haben, gemeinsam mit den Schülern und den Eltern. Gibt aber auch genauso Berichte darüber, dass gar nichts so richtig geklappt hat. Und je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst, wirst du es vermutlich so oder so sehen. Was allerdings vielen gefehlt hat, eine Perspektive. Den BR24-Kanal, den kannst du hier abonnieren. Und wenn du dich für Langzeitschäden von Corona interessierst, da habe ich auch ein Video zugemacht und das findest du hier. Da gerne mal reinklicken und andere Themen zu Corona, aber auch fernab davon, die findest du in der Playlist hier. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.